Das ist der Newsletter Oktober 2023. Mein Name ist Michael Mensch von der PensumMed. Wir haben heute zwei Themen. Auf der einen Seite geht es darum, wie ist der allgemeine Zeitarbeitsmarkt für den medizinischen Bereich. Und das andere ist natürlich Neuerungen zum 01.01.2024, Ankündigung, Lohnabrechnung. Der Zeitarbeitsmarkt im medizinischen Bereich hat sich dieses Jahr verändert. Sehr viele Einrichtungen haben ein sehr hohes Personalproblem und würden unheimlich gerne Mitarbeiter einstellen oder von der Zeitarbeit übernehmen, beziehungsweise auch von der Zeitarbeit abnehmen. Allein das Problem der Finanzierung, was von der Bundesregierung immer noch nicht geklärt bzw. beseitigt worden ist, macht es den Krankenhäusern und Einrichtungen extrem schwer. Patienten können nicht mehr gepflegt werden, weil Stationen geschlossen werden, weil Altenheime ihre Betten abbauen, nur aufgrund des Personalmangels und der Finanzierungssituation. Das hat zur Folge, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, Mitarbeiter in den Einsatz zu bekommen. Es ist ein wenig schwerer geworden. Deswegen auch beim letzten Mal der Hinweis, wir benötigen ein bisschen mehr Flexibilität. Wir gehen davon aus, dass das auch nächstes Jahr noch ein bisschen schwieriger wird, weil einfach auch die Verantwortlichen in der Politik keinerlei Bewegung zeigen, gleich welcher Art. Dennoch sind wir für das nächste Jahr zuversichtlich. Unser Unternehmen hat diese Größe, dass wir gezwungen sind, ein Energieaudit abzugeben. Das bedeutet, wir müssen in sämtlichen Teilen unseres Unternehmens schauen, was ist energieeffizient, was ist energieeffizienter oder was können wir besser machen. An dieser Stelle müssen wir auch den Grad der Digitalisierung natürlich anpassen. Das bedeutet für jeden Kollegen und Kollegin im Detail, dass wir die Lohnabrechnung ab Januar, sprich die Januar-Lohnabrechnung, sie über die App nur noch verteilen und sie nicht mehr per Post bekommen. Wir haben natürlich an dieser Stelle ein paar Härtefälle, auf die werden dann die Disponenten individuell eingehen. An dieser Stelle, die Digitalisierung wird auch uns irgendwann treffen. Das war der Newsletter Oktober 2023. Mein Name ist Michael Mensch.